Ja. Aber es nervt, was hier nervt. Ach, es ja, nervt jetzt habe ich eine Idee. Ja, das ist ein. So, Adrian, geht's? Ja. Nach einem langen Schultag sind die Kinder wieder mal total aufgekratzt. Lydia Zech aber bringt das nicht aus der Fassung. Hallo. Wir sollen aber dann blaue noch machen, gell? Für diesen Zeichentrickfilm, den und? Wir machen wollen. Wow. Ja. Das ist cool. Ja. Ein kurzes Staunen, dann aber ist es schon wieder vorbei mit der Ruhe. Wir gehen nicht an den Schrank. In den Schrank gibt's nichts für dich zu suchen. Allein, was wir brauchen, haben wir schon. Nee, jetzt erstmal nicht. Viele Kinder wissen schon, wie sie einen reizen können. Oder die versuchen natürlich auch, so Grenzen zu ertasten. Ja? Wie weit kann ich gehen? Wo sind die Grenzen? Wo soll ich aufhören? Bei wem kann ich wie weit gehen? Bei wem kann ich es wirklich bis zum Letzten ausreizen? Und ich denke, es ist immer, man muss selbst gucken, inwieweit lasse ich es zu. Aber anstrengend jetzt so mit den Kindern zusammen, finde ich es jetzt eigentlich nicht so. Es macht ihnen ja Spaß. Lydia Zech arbeitet in Jonas Haus. Ein Jahr lang freiwillig, nur für ein kleines Taschengeld. Jeden Nachmittag kommen bis zu 40 Kinder und Jugendliche in das Haus im Berliner Bezirk Spandau. Viele kommen aus sozial schwachen Elternhäusern. Hier erhalten sie die Unterstützung und Aufmerksamkeit, die für viele Gleichaltrige selbstverständlich ist. Nico lernt sogar Klavier spielen. Angelika Bier unterrichtet ihn. 2006 hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Jonas Haus eröffnet. Cool! Mit Spenden und ehrenamtlichen Helfern hält sie die Türen immer offen. Auch für Problemkinder. Ich könnte Mitarbeiter nicht mit Geld motivieren, diese Kinder immer wieder anzunehmen, diese Kinder mit Liebe und Nachdruck doch wieder in Bahnen zu lenken und wieder zurück mit ihnen weiterzuarbeiten. Wir haben die Erfahrung hier im Bezirk, dass etliche Jugendclubs schließen müssen, dass viele die Altersbegrenzung heruntersetzen, einfach weil die Mitarbeiter nicht bereit sind, gewalttätige Jugendliche oder auch gewalttätige Kinder immer wieder anzunehmen. Ist manchmal so gemacht, dass es blau wird? Mhm. Ist halt eine Geduldsprobe, ne? Ja. Geduld, die zeichnet Angelika Bier aus, auch an einem langen Arbeitstag. Sie ist Professorin an der Charité in Berlin. Gerade behandelt sie mit einem Laser die Narben einer Krebspatientin. Bis ihr Mann 2007 überraschend verstarb, hat Angelika Bier hier mit ihm zusammengearbeitet. Aus Dankbarkeit für viele glückliche Jahre wollten die beiden gläubigen Christen etwas weiterschenken. So gründeten sie mit ihrem Privatvermögen eine Stiftung für Jonas Haus. Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sich Angelika Bier nun allein um alles. Man selber muss natürlich auch sehr viel Einsatz bringen, was aber auch an der anderen Seite ein Stück weit zurückgegeben wird von Kindern. Hallo Christine. Ja. Hallo. Jeden Tag kommt Lydia auf das Klinikgelände. Nudeln mit Bolognese und. Gemeinsam mit Angelika Bier lädt sie das Mittagessen für Jonas Haus ein, gespendet vom Essenslieferanten der Charité. Ich glaube, das ist schon ein zentraler Anlaufpunkt, das Essen. Ist eben einfach das gemeinsame Treffen und Kinder kommen erstmal an, sind zu Hause und es wird erstmal gegessen, so wie zu Hause eben. Zurück nach Spandau, in den äußersten Nordwesten Berlins. Spandau gilt als idyllischer Vorstadtbezirk mit vielen Einfamilienhäusern.
Doch auch hier gibt es große Probleme. Jeder sechste Spandauer ist arbeitslos. Viele Kinder leben in Armut. Wir haben in der Nähe verschiedene Siedlungen, wo Kinder wohnen mit Migrationshintergrund. Oder Kinder, die halt aus nicht so guten Verhältnissen von zu Hause kommen. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Zu viel habe ich jetzt auch noch nicht mitbekommen. Bin ja jetzt auch noch nicht so lange in dem Haus. Aber was ich mitbekommen habe, denke ich eigentlich schon, dass das ein guter Platz ist für so ein Haus und dass sich das auch dort bewährt. Das Mittagessen ist kostenlos, wie alle Angebote in Jonas Haus. Lydia packt überall mit an. Vor kurzem erst hat die 18-Jährige aus Magdeburg ihr Abitur gemacht. Jetzt lebt sie ein Jahr lang in Jonas Haus. Den ganzen Tag stehen hier die Türen offen, für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Amjad kommt fast jeden Tag in Jonas Haus. Heute hat er ein Problem mit dem Essen. Wie könnt ihr nur mit das essen? Weißt du, wie echte Gangster essen? Einfach Hand rein und essen. Ja, mach doch. Hab ich recht oder nicht? Aber so, man, dauert 100 Jahre, bis ich erstmal 100 Stück in meine Gabel habe. In meiner Gabel. Ja, so redet man halt hier in Berlin. Amjad ist bekannt für seine große Klappe. Doch jetzt wartet Strafarbeit auf ihn. Er soll putzen. Guck, sie, hier steht Amigo 135, ja? Das ist der King. Ja, das bin ich. Aber du warst es nicht. Doch, das war ich. Aber ich geb's nicht zu. Während Amjad seine Spuren beseitigen muss, taugt ein Stockwerk höher sein kleiner Bruder. Früher war Jonas Haus mal eine Grundschule, dann eine berüchtigte Sozialstation. Jetzt stellt der Bezirk Spandau das Gebäude mietfrei zur Verfügung. Lydia hilft Ayman bei den Hausaufgaben, dritte Klasse Deutsch. Kannst du endlich sehen oder anfassen? Ist das ein Substantiv? Nein. Also doch. Nein. Lydia lernt gern mit den Kindern, denn oft können sich Eltern Nachhilfestunden nicht leisten. In Jonas Haus soll kein Kind auf der Strecke bleiben. Ist es besser, wenn wir es zusammen machen, als wenn du es alleine machst? Also, ja, manchmal. Manchmal. Ich denke, es ist schon ganz sinnvoll, den Kindern zu helfen. Man kann einfach auch ständig, wenn sie Probleme haben, drauf eingehen, ihnen weiterhelfen. Dann stauen sich bei manchen Kindern nicht ganz so viele Probleme an, als wenn sie es vielleicht täglich alleine machen, nicht weiterkommen. Ja, oder? Ihr könnt auch direkt Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt direkt Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Draußen neben dem Haus gibt es ein Raucherhäuschen. Es ist der Lieblingsort der älteren Jugendlichen. Paco war einer der ersten in Jonas Haus. Hier hat er Halt gefunden. Ich habe viel Scheiße gebaut, wurde öfters erwischt. Bei Straftaten halt. Und dann kam das eine zum anderen. Und seitdem das Jonas Haus ist, habe ich eine Beschäftigung hier. Ich weiß, was ich machen soll. Und hier sind viele Freunde von mir und dann treffen wir uns hier, spielen wir Kicker-Tischtennis, Karten spielen wir. Und dann haben wir unsere Beschäftigung. Mittlerweile hat Paco einen Schulabschluss und eine Lehrstelle. So wie alle ehrenamtlichen Mitarbeiter in Jonas Haus packt Paco auch öfters hier mit an. Angelika Bier kommt direkt aus der Klinik in Jonas Haus. Für sie ist es wie in einer großen Familie. Die Eltern will sie den Kindern und Jugendlichen nicht ersetzen, aber gelebte christliche Nächstenliebe weitergeben. Ich glaube, ein Punkt, der Ehrenamtlichen auch leichter fällt im Vergleich zu einem staatlichen Mitarbeiter zum Beispiel, ist, dass die Jugendlichen, die Kinder sehr wohl wissen, dass man es freiwillig macht und dass ich das nicht machen muss. Und dass, wenn sie hier etwas kaputt machen, und dass sie natürlich dann auch genauso wie wenn ich bei ihnen zu Hause was kaputt machen würde, dass wir gemeinsam uns überlegen, wie wir das wieder in Ordnung bringen. Und dann tut es ihnen schon leid.
Mit Spenden und eigenem Geld haben Angelika Bier und ihr inzwischen verstorbener Mann damals das Haus renoviert. Ein gewaltiger Kraftakt. Mensch, wirklich toll. Das Rückgrat des Hauses bilden die jungen freiwilligen Helfer. Ein Jahr lang leben sie in einer WG im Dachgeschoss von Jonas Haus. Bist du hübsch genug? Danke. Das ist schon eine ziemlich intensive Zeit, denke ich, auch das Jahr. Man tauscht sich natürlich auch sehr über die Arbeit aus. Wir haben alle fast die gleichen Erlebnisse. Und ich denke auch, dadurch, dass wir alle christlich sind, ist das auch nochmal was anderes. Wir haben halt einen gemeinsamen Glauben und können uns auch darüber unterhalten und leben das hier auch. Und ich bitte jetzt auch einfach für den gesegneten Tag und segne jetzt auch das Essen. Amen. 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 Lass es euch schmecken. Guten Appetit. Also wir sind alle ziemlich unterschiedlich eigentlich. Und das macht das Ganze aber auch extrem spannend, finde ich. Also wir haben sehr viel Spaß. Und, oder? Weißt du, mit der Sprache, ne? Ja, also wir haben jetzt auch drei, die aus dem Osten kommen und drei aus dem Westen. Und das ist auch mal so ein Thema, was immer wieder angesprochen wird. Doch das gemeinsame freiwillige Jahr verbindet sie. Nein, ich habe dreimal. Eigentlich, also es war für mich eigentlich auch klar, dass ich ein Jahr nach der Schule machen möchte. Wo ich erstmal nicht unbedingt lerne, sondern arbeiten kann und das in einem sozialen Werk oder einer sozialen Einrichtung. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen auf eine gute Karriere und viel Geld oder so, aber ich denke, wenn mir sowas wie hier viel Spaß macht oder ja, wenn ich daran Freude habe, mit Kindern zu arbeiten, auch wenn es jetzt da nicht die große Karriere wird, dann bin ich auch gerne ehrenamtlich irgendwo tätig, solange es mir Spaß macht. Wo ist Lukas jetzt? Wenn Lydia mal nicht weiter weiß, findet sie Unterstützung bei den beiden festangestellten Sozialarbeiterinnen. Das Leben mit vielen Kindern kennt sie aber auch von zu Hause. Lydia hat 5 jüngere Geschwister. Auf die Plätze! Fertig! Los! Mit ihrem natürlichen Umgang mit den Jugendlichen liegen Lydia und die anderen ehrenamtlichen Helfer meist richtig. Denn die meisten Kinder sehnen sich einfach nach Aufmerksamkeit. Ich denke, dass ich jetzt hier ehrenamtlich arbeite, ist jetzt keine Weltveränderung, wird auch keine Weltveränderung vollziehen oder nach sich ziehen. Es geht mir einfach darum, dass es wichtig ist, mit Kindern zu arbeiten, ihnen einen Halt zu geben, gerade wenn sie nach der Schule zum Beispiel kommen. Dann ist es einfach wichtig, dass es Menschen gibt, die sich sagen, ich möchte ihnen, wenn es bis für ein Jahr ist, einfach diesen Halt geben. Der Blick vor die eigene Haustür, dass so viel Not vor der Haustür liegt, dass so viele Kinder und Jugendliche ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ohne eine Vision für ihr Leben groß werden. Und auch ohne das Gefühl, geliebt und gebraucht zu werden von unserer Gesellschaft. Und ich denke, das möchten wir einfach den Kindern geben, dass sie wichtig sind, dass wir sie brauchen, dass Kinder wirklich unsere Zukunft sind. Auf dem Weg in die Zukunft, sagt Angelika Bier, rennen viele in die falsche Richtung. Mal aus der Not, mal mit Absicht. So wie der Prophet Jona aus der Bibel. Ihn brachte ein großer Fisch an sein Ziel. Es war ein schöner Tag. So wie in der Bibel der Fisch Jona gerettet hat, so soll Jonas Haus die Kinder und Jugendlichen in Berlin-Spandau aufnehmen. In ein Haus, das lebt, weil hier viele Menschen ehrenamtlich helfen.